Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Robotik TV, dem offiziellen YouTube-Channel der Fachzeitschrift Robotik und Produktion. Heute haben wir euch wieder drei neue Produkte aus der Welt der Robotik mitgebracht, die wir im Folgenden kurz vorstellen. Mehr zum Thema Roboteranwendungen gibt es wie immer in unserer Printausgabe und unserem Newsletter. Viel Spaß! In der heutigen Ausgabe geht es um den Industrieroboter KR Jontek von KUKA, den Cobot HC10DT von Yaskawa und den staub- und wasserdichten Roboter IRB 1100 von ABB. Der Roboter KR Jontek von KUKA folgt auf den KR603 und wurde für den Einsatz in klassischen und digitalen Produktionswelten entwickelt. Er zeichnet sich durch einen großen Arbeitsbereich aus, eignet sich für mittlere Traglasten und lässt sich sowohl am Boden, an der Wand als auch in Schrägstellung montieren. Die Möglichkeit zur Traglastumrüstung bei installiertem Roboter von 30 auf bis zu 70 Kilogramm macht ihn flexibel. Er verfügt mit einer Reichweite von maximal 3100 mm über den größten Arbeitsbereich seiner Klasse. Der geringere Platzbedarf des Roboters durch einen um 30% kleineren Footprint und die um 10% schlankere Störkontur ermöglicht ein kompaktes Zellendesign. Der MRK-fähige Roboter Motomen HC10 von Yaskawa lässt sich im kollaborativen Betrieb ebenso nutzen wie als klassischer Industrieroboter. Mit der neuen staub- und wasserdichten Variante des Modells will der Hersteller die Einsatzmöglichkeiten erweitern. Mit der Schutzart IP67 zielt der Roboter vor allem auf sehr harte und unwirtliche Industrieumgebungen ab, in denen er zum Beispiel Schmutz oder Flüssigkeiten ausgesetzt ist. Im MRK-Modus kann der HC10DT ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen eingesetzt werden. Der Roboter verfügt über ein Handhabungsgewicht von 10 kg und eine Reichweite von 1,2 Metern. Die neue Variante des Industrieroboters IRB 1100 von ABB ist mit der Schutzart IP67 ausgestattet. Sämtliche elektrische Komponenten sind speziell abgesichert, sodass der Roboter wasserdicht ist und kein Staub eindringen kann. Für Anwender bieten sich dadurch neue Einsatzmöglichkeiten. So lässt sich der Kleinroboter nun auch zum Polieren, Nassschleifen und Entgraten einsetzen. Er ist in zwei Varianten erhältlich, eine mit 4 kg Traglast bei 475 mm Reichweite sowie eine zweite mit 580 mm Reichweite. Das war's für heute auf Robotik TV. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Channel, um immer die neuesten Infos rund um die Themen Robotik und Produktion zu erhalten. Bis zum nächsten Mal!